Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei Slime Rancher. Und ich dachte, die sollten ruhiger werden durch die Musik. Oder ist das bereits ihre Ruhephase? Ich habe keine Ahnung. Haltet still. Ja, ich habe wieder ganz, ganz viele tolle Kommentare auf meine letzten Videos bekommen. Erstmal danke dafür an alle, die sich die Zeit dafür nehmen. Und der ist da ganz allein drin. Du kannst einem fast leid tun. Aber nur fast. Ich gehe weg. Aber ich fütter dich vorher da. Friss es. Magst du das nicht? Was frisst du denn? Du isst doch alles. Friss es. Da, schnapp's dir. Hol's dir, komm schon. Du sollst das Ding hier fressen. Komm schon, genau. Schmeckt's dir nicht? Oh, okay. Was auch immer. Dann nehme ich das mit. Und zwar, ich habe jetzt folgenden Plan, den ich umsetzen werde aufgrund eben eurer tollen Kommentare. Nummer 1 ist etwas wirtschaftlicher denken. Das heißt, ich werde dieses Gehege mal komplett leer machen. Das mache ich gleich. Zuerst werde ich hier noch die Plotzens in Kohle verwandeln. Und zwar alle, auch dich. Und dich und dich. Dann möchte ich schauen, was brauche ich denn für ein Dach? Wie viel Kohle brauche ich dafür? 425. Ich möchte nämlich, ich lasse sie derweil noch drin, aber ich möchte keine rosa Schleime mehr haben. Weil die bringen ja am wenigsten Kohle. Das heißt, ich werde schauen, dass ich Mischungen mache aus anderen Farben oder anderen Schleimsorten. Nichtsdestotrotz werde ich mich mal auf den Weg machen, um eben diese jene welche Schleime zu sammeln. Und die kann ich ja leider im Moment nicht fangen, beziehungsweise fangen kann ich sie, aber tagsüber sind sie dann wieder weg. Okay. Dann möchte ich, also ich habe jetzt so einen, ist es ein Drei-Phasen-Plan? Kann man glaube ich so nennen. Nummer 1 eben, das Ganze wirtschaftlich erträglicher zu machen. Das bedeutet eben, schauen, dass wir genug Kohle aus unserer Basis selbst bekommen, dass wir nicht ständig hier rumsammeln müssen. Nummer 2, das habe ich in den Kommentaren als Vorschlag bekommen, das möchte ich auch machen. Den Honigschleim sammeln und einfangen und züchten. Geh du weg und tschüss. Weil ich finde nämlich auch extrem niedlich und deswegen wäre es toll, wenn ich mehrere davon hätte. Ich brauche doch keine Früchte, ich habe so viele Pokerfrüchte. So. Aber ich werde auch Hühner mitnehmen, weil das ist Phase 3. Das Vieh mal zu Ende füttern, das möchte ich schaffen. Den gefräßigen Klops da hinten, wo ich gerade hingehe. Ich möchte echt wissen, ob ich dann einfach nur wieder eine Kiste bekomme oder was Spezielles. Beziehungsweise ich bekomme wahrscheinlich was Spezielles, weil beim ersten Klops haben wir den Schlüssel bekommen. Und Phase 3, oder... Ja klar, ich bin jetzt bei Phase 3, oder? Was war Phase 3 nochmal? Verdammt, ich habe Phase 3 vergessen. Wie viel noch? Mann, echt? Langsam aber sicher müsste doch platzen. Nein, warte, Huhn, Huhn, komm her. Sonst doch irgendwo ein Huhn? Ich fütter das mal weg. Wegfüttern ist auch ein netter Ausdruck. Da. Wie viel noch, verdammt. Ich habe Phase 3 vergessen. Ich wollte doch irgendwas noch sagen. Was war das? Ich muss mir jetzt irgendwas Kluges und Spontanes einfallen lassen. Die Fluktuierung des Wirtschaftssystems im hiesigen Lande soll zu einem kleinstmöglichen Defizit im... Ich habe keine Ahnung. Ich habe es versucht. Okay. Also ich möchte jetzt auf jeden Fall gerade sammeln für das Dach. Einfach für den Fall, dass ich dann eben meinen Plan Nummer 1 vervollständige. Dich kann ich gerade nicht einfangen, verdammt. Dass mir dann die Viecher nicht abhauen. Warte mal, das nehme ich noch mit. Und das da. Dieses. Und das da. Und dies. Und dich. Ich kehre mal zurück, vielleicht reicht's ja schon.
vielleicht aber auch nicht. Das kann ich noch mitnehmen. Und das da. Ich brauch's. Da, friss. Köstlich, nicht wahr? Habe ich selbst, keine Ahnung was, an mir gerieben. Es schmeckt nach mir. Was mir gerade etwas Sorgen macht, weil es so lecker war. Für ihn, nicht für mich, für ihn. Sind da unten wieder ganz viele? Gehst du weg da? Nee, aber ein paar. Und ein Hühnchen. Ich nehme ich mal mit. Aber ich sollte die auch mal wieder züchten. So. Ach so, ich bin voll. Okay. Es geht zurück in die Basis. Und dann werde ich wirklich das Gehege komplett leeren. Und ich überlege gerade, soll ich dann gleich von Anfang an versuchen? Das mache ich. Ich werde es zumindest probieren. Ich werde dann den einen Honigklops, den wir gefunden haben, den werde ich fangen. Weil das ist, glaube ich, der einzige, den ich bisher entdeckt habe. Es gibt vermutlich schon noch mehr, aber ich habe keine Ahnung wo. Gib mir Geld, 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 ja, danke. Okay, wir haben, glaube ich, jetzt schon genug. Und? Jack. Okay. Aber ich glaube, die sind jetzt schon ruhiger. Egal, da, ihr kriegt doch das dazu. Okay. Ihr seid sowas von meine Gefangenen. Aber nicht mehr lange, ich lasse euch gleich frei. Ich hatte eh voll viele Hühner. Und du sollst hier nicht raus. Du bist mir doch wichtig, obwohl ich brauche dich eigentlich nicht. Aber ich lasse dich trotzdem mal hier. So. Und das Gehege möchte ich jetzt auf jeden Fall entleeren. Ich hoffe, ich kriege die da wieder raus. Okay, so. Alle weg, alle weg. Und tschüss. Und ciao. Und adieu. Und au revoir. Und du sollst... Da geht's mir ums Prinzip. Hey, 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 hey. Du bleibst gefälligst hier. Ich beobachte dich. Komm mal mit. Da. Genießt die Aussicht. Und ihr? Euch werde ich jetzt alle ins Meer werfen. Mehr oder weniger. So. Sterbt einen qualvollen Tod. Grüß die Fische von mir. Okay. Nee, warte mal. Euch möchte ich auch noch loswerden. Ihr ruiniert mir meine Basis. Au. Und du bist mir jetzt egal. Du bist sowieso voll stur. Und voll süß. Ich hab dich lieb. Komm her. Nein, nicht auf mich drauf. Nein, geh weg. Du aggressives Teil. Was sammle ich noch? Einfach, weil ich's kann. So. Und jetzt ziehe ich los und sammle andere Schleimsen. Beziehungsweise ich werde vorher noch was anderes machen. Ich werde die Hühner mitnehmen, weil ich endlich diesen einen Fetten hier vollkriegen möchte. Das darf doch nicht wahr sein. Ich nehme dich auch mit, was soll's, und dich. So. Und jetzt lauf, Beatrix, lauf! Du hast eine Aufgabe. Ach, ich habe eine Mail bekommen, sehe ich gerade. Die muss ich dann später lesen, aber nicht jetzt. Schreckt mich nicht immer so, ihr seid voll unheimlich und rosarot. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Dich nehme ich auch mit. Sonst noch irgendwo Hühnchen hier? Ich höre doch eins. Da oben? Hä? Vielleicht da oben irgendwo? Da oben sind welche. Ich hole mir die. Da sind auch ganz viele Hühnchen. Wo steckst du, Hühnchen? Wo ist das ein Hühnchen hin? Ich habe keine Ahnung. So, komm her. Das eine Huhn ist einfach weg. Keine Ahnung, was soll's. So. Wenn schon kompliziert, dann aber richtig. Was ist dahinter eigentlich? War ich da schon? Ich habe keine Ahnung, ich gehe mal hin. Was? Totenkopf? Da ist ein Totenkopf. Das kann ja nur Gutes bedeuten. Hallo? Oh, hi. Okay, ich komme hier später nochmal her. Ich hoffe, ich komme hier wieder zurück.
Nicht noch einer. Da steht eh dabei, Frucht ist der. Da steht nämlich Diätfrucht. Okay. Gut zu wissen, da haben wir noch so einen Klops. Oh Mann. Das kann ja was werden. Wenn wenigstens dabei stehen würde, wie viel die möchten. Ich meine, wenn da steht Frucht, das kann heißen alles. Den ganzen Planeten möchte er leer fressen. Der gefräßige Klops. Komme ich da rüber? Oder sterbe ich dann? Ich glaube, ich sterbe dann. Wie komme ich hier weg? Ich habe gerade etwas Angst. Ich muss, glaube ich, an denen vorbei. Geronimo! Hilfe! Oh, oh. Hi! Okay. Hühner! Komm her! Hi! Komm her! Da, Hühnchen! Zu mir! Alles zu mir! Ihr seid alles meins! 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 Und meins! Okay, ja. Da, meins. Da, schon wieder eins. Wo kommen die alle jetzt her? Ist das ein unendlicher Vorrat? Jetzt kommt keins mehr. Okay. Komme ich so wieder zurück? Da ist eine Kiste. Ich werde es mal behühnern. Ich sagte, ich werde es mal behühnern. Behühnern! Okay. So. Wo bin ich? Ach, hier. Und Grauschleimsen sind auch wieder da. Hi, Leute. Oh, hi. Cool. Und jetzt werde satt. Werde satt. Ja, ja. Okay. Warte mal, ich nehme euch alle mit. Weil ich mir eine Mischung aus denen und den... Und den, geht alle weg. Geht weg. Verzieht euch. Au. Ich will doch nur die Kisten aufschlagen, so. Was? War ich tot? Ich glaube, ich bin gestorben. Ist das möglich? Oder warum bin ich jetzt hier? Hä? Oder ist das ein Teleportationsteil? Wartet, ich muss nochmal zurück, aber... Ich werde zunächst jetzt hier mal... Du verschwinde. Ich muss euch alle leider loswerden. Weil ihr mir sonst hier... die Show stiehlt. So. So, die Katzenteile kommen jetzt da rein. Und ihr fresst ja alle Fleisch, richtig? Ja. Das heißt, hier habe ich was für euch zu essen. Da. Und hier. Genießt es. Köstlich. So. Ich möchte jetzt da zurück. Ich möchte wissen, was da los war. Ob ich jetzt gestorben bin? Ich habe es nämlich echt nicht gesehen. Ich habe gar nicht auf meine Hälfte... Oh. Du bist so unfair. Ich habe gar nicht auf meine Helfanzeige geachtet. Deswegen keine Ahnung, ob das jetzt wirklich mein Tod war oder ob ich jetzt tatsächlich teleportiert wurde. Aber so viel Schaden machen die ja nicht. Oder doch? Werden die Schleims immer mächtiger und bösartiger? Ich hoffe nicht. Sehr unfair mir gegenüber. Ich arme kleine Beatrix. Okay, mal schauen. Was haben wir denn hier? Ach so, da ist echt so ein Teleportationsteil. Noch mehr Hühner? Praktisch, aber geht das nur in eine Richtung? Achso, ich habe keinen Platz mehr. Warte mal, ich schieße dich mit einer Pogo-Frucht ab. Wow. Okay. Und jetzt hier durch, so schnell es geht. Nicht ablenken lassen. Und ich habe keinen Platz dafür. Und die sind irgendwie gar nicht aufgetaucht. Sehr schön. Aber ich habe jetzt gar keinen Schlüssel oder irgendwas bekommen. Aber dafür diese Teleportations-Dings-Blabla-Platte. Immerhin etwas. Okay, irgendwas muss ich auf jeden Fall dann wegwerfen, sonst kann ich ja den Wabenschleim nicht mitnehmen. Und runter. Okay. Die Explosionsschleime wären auch interessant, aber das kommt dann irgendwann mal. Also ich werfe die Plots mal weg. Und wo ist der Wabenschleim? Da! Komm her! Nein! Nein!
Ich wollte doch keinen Boom-Schleim, ich wollte einen warmen Schleim. Komm her. Ja, Honey-Slime. Der Text ist auch wieder mal ganz großartig. Ich möchte echt gerne wissen, ob es hier mehr von denen gibt. Von den Honigschleimsen. Ich glaube mal kurz, wie mache ich das jetzt am besten? Weil hier gibt es keinen. Ich glaube, ich muss hier durch. Nein, nicht schon wieder die. Oh, 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 oh. Geh weg. Ich werf was weg. Ich werf dich weg. Da. Ich nehme das Wasser mit. Geh weg da. Mann, ist jetzt so anhänglich und niedlich, aber haut ab. Und so. Oh oh, die sind alle, glaube ich, kurz vom Explodieren hier. Hört auf. Und jetzt, ich kann die ja, glaube ich, nicht töten mit dem Wasser, aber zumindest irgendwie dran vorbeikommen. Haha, ich bin so gut. Niemand legt sich mit Beatrix an. Ist das noch? Ja, Honigschleim. Da ist doch viel mehr Honigschleim. Ich freue mich. Kommt alle her. Ihr Honigschleimsen, ich habe euch alle lieb. Du explodierst gleich. Und, oh, au. Komm her. Da ist noch viel mehr. Alle zu mir. Ich möchte euch auf ein Brötchen legen. Und verspeisen. Und Kerzen aus euch basteln. Und was man sonst so mit Honig machen kann. Mich damit einreiben. Okay. So. Sind hier sonst noch welche? Oh, du bist so süß. Du bist so süß. Ich kann dich leider nicht aufsaugen. Tut mir leid. Okay, wir haben 13 Stück. Wo geht's da denn hin? Begebe ich mich gerade in Gefahr? Es ist so dämlich, aber so süß. Okay. Das sind die Wasserschleimsen, die ich dann eben in dem Wasserbecken reintun kann, das ich schon habe. Aber im Moment möchte ich noch mehr Honig. Ich brauche viel mehr Honig. Gib mir Honig. Ich bin süchtig. Da ist ein Teleporter. Und da brauche ich wieder den Schlüssel. Oder kriege ich den hier? Nee, ich glaube, den brauche ich hier. Nee, da komme ich noch gar nicht rein. Okay, ich teleportiere mich mal zurück. Hi, Basis. Hör auf da hinten. Ich habe dich doch weggeworfen. Verzieh dich. Mann, voll schlimm. So, jetzt aber. Schwimm schön. Okay, ich bin echt schon auf die Mischung gespannt. So. Und jetzt muss ich sie ja füttern. Was fressen die Honigdinger eigentlich? Früchte und die fressen Fleisch. Das heißt, Hühnchen habe ich ja hier. 1, 2, 3. So. Mahlzeit. Und Früchte habe ich hier. So. Sorry, ich wollte euch nicht wehtun. Ihr seid so süß. Da ist einer. Ach, sind die geil. Die sind ja voll süß. Hi. Hi. Bist du süß? Hab ich möchte dich aufnehmen. Du kommst dann aufs Thumbnail. Freu dich. Bist du süß? Hi. Ich muss hier weg. Oh mein Gott, ich werde von Honig überhäuft. Okay, ich saug das mal auf. Und da habe ich auch noch was. Hä? So. Okay. Reißt euch zusammen. Die werden da drin echt ersticken. Die werden so riesig. Ich habe etwas Angst. Aber nur etwas. Ich bin von Niedlichkeit umhüllt. Okay. Hey, das gibt richtig Kohle gerade. Ja. Okay, was kann ich denn hier noch jetzt ausbauen? Das wollte ich unbedingt haben. Klar, kaufen. Autoflieder, das heißt, ich kann hier dann die Nahrung... Kann ich da eigentlich nur eine Art von Nahrung reinhauen? Moment. Wenn ich hier zum Beispiel die Karotten verwende. So. Und dann hier...
reinschmeiße. Kann ich noch einen Feeder bauen, weil es sind ja doch zwei... Nee. Oh Mann. Ich hätte schon noch gern einen... Dann könnte ich zwei verschiedene Sorten von Nahrung da irgendwie rein tun. Oh, sie haben schon brav getan, was sie tun sollten. Ja, das heißt, in der nächsten Folge werden wir das zweite Gehege ausbauen. Da werde ich dann wahrscheinlich wirklich so ein Solarschild drauf machen, um einfach mal die Möglichkeit zu haben, die Glühwürmchenschleime einzusammeln. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte ein wenig das tun, was ihr euch in den Kommentaren gewünscht habt. Ich bin ganz zufrieden und bin von Niedlichkeit umgeben. Ich freue mich. Bis zur nächsten Folge. Mein Name ist Taco. Danke fürs Zusehen. Macht's gut.